Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect Legendary Edition Episode 1 mit dem Ralf. Von der letzten Folge sind wir auf Feros gelandet und haben hier eine Kolonie vorgefunden, die ein wenig den Bach runtergegangen ist, wegen den dauernden Angriffen der Gate. Und denen wollen wir jetzt helfen. Wir haben auch schon eigentlich alle Nebenquests gemacht. Wir haben das Alpha Barrack besiegt, wir haben die Wasserversorgung wiederhergestellt, wir haben eine Energiezelle für den Strom und wir haben den Geth-Sender zerstört. Mit dir rede ich gleich. So. Erstmal mit dir reden. Willkommen, Commander. Ich habe den großen Waren getötet. Den Rest überlasse ich Ihnen. Hervorragend. Ich werde sofort eine Jagd organisieren, wenn die Gate beseitigt sind. Ich muss gehen. Hier, bitte. Nehmen Sie dies für Ihre Mühen. Es ist zwar nicht viel, aber alles, was wir haben. Ja, vorbildlich Punkte. Da freut sich der Bub. Seit kurzem haben wir wieder Wasser. Das waren wohl Sie, nehme ich an. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Gate loswerden und diese Kolonie wachsen lassen. Hier, bitte nehmen Sie die Credits für Ihre Mühen. Danke. Gute Arbeit mit dem Gate. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Ich habe diese Energiezellen in den Tunneln gefunden. Ich wusste, dass die früher oder später wieder auftauchen. Hier, Faidan gab... Wenn ich diese Energiezellen wieder einbauen kann, sollte diese Kolonie in Handumdrehen wieder brummen. Und wer war der andere? Ah, du musst mit Faidan selber sprechen, genau. Commander, was kann ich für Sie tun? Ich habe einen G-Transmitter in den Tunneln zerstört. Die werden nicht länger ein Problem darstellen. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Bist du doch eigentlich... Max-Level haben langsam mit den, ein bisschen vorbildlich, Max. Das müsste jetzt der letzten Rest voll gegeben haben. Wir fahren wieder auf Zug. Holla hi, holla ho, holla. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Musst du nicht wissen. Ich hab ja Panzer. Auf zur Gate-Basis. Das klingt wie ein geschmackloses Klischee. Die letzten gingen nach Süden. Wonach suchen die? Wir empfangen ein schwaches Kommsignal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Ich muss näher ran. Gemacht? Da ist noch mehr, Commander Shepard. Ich kann es immer noch nicht orten. Passiert da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Level up. Was haben wir denn hier? Geht's hier rein?
Mann, es sind etwa 7. Die hab ich zwar schon, aber Liara bestimmt noch nicht. Oh. Jetzt hat er Katana, ist immer gut. Etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Sie können uns sehen. Wir da müssen in der Nähe was. Sein. Die Geht haben oberste Priorität. Das ist nah genug. Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Geht. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Geht-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Nicht alleine. Faidan und einige andere Mitglieder von Zeus Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, Sie wären alle tot. Ich sagte, Sie wären vermutlich alle tot. Sie haben trotz allem, was die Geht ihnen angetan haben, überlebt. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ich tue, was ich kann, um sie von ihnen fernzuhalten. Aber ich brauche Informationen. Was für Informationen? Ignorieren Sie ihn. Die Geht sind im Hauptquartier von Exogeny hier ganz in der Nähe. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Geht, sonst nichts. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Geht weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Du bist und sehr sie ist noch am Leben, ich glaube. Weiß es. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im Exogeny-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Wenn sie da drin ist, hole ich sie raus. Danke, Commander. Vielen Dank. Wieso haben Sie sich von Zeus Hope abgespalten? Die meisten von uns lebten näher am Gebäude von Exogeny. Zeus Hope wurde größtenteils als Raumhafen genutzt. Als die Geht zuschlugen, haben wir uns verteilt. Bevor sie uns von den anderen erzählten, dachten wir, sie wären bei der ersten Welle umgekommen. Hätten wir gewusst, dass sie noch leben, hätten wir wohl versucht, zu ihnen zu gelangen. Sie sind jetzt relativ sicher. Vielleicht sollten Sie das tun. Das halte ich für keine gute Idee. Wir haben keine Fahrzeuge und sind auf dem Weg fast ungeschützt. So wie in dem Gebäude, in dem wir jetzt sind? Wir sollten lieber hier bleiben und auf Hilfe von der Firma warten. Sie werden schon irgendwann kommen. Ja, die haben euch doch schon abgeschrieben. Wissen Sie, was die Geht gesucht haben? Das ist mir auch nicht klar. Wir haben hier nichts Nützliches gefunden, woran uns Exogeny nur zu gern ständig erinnert. Wir müssen auf unsere Ausgaben achten. Das ist nicht persönlich gemeint. Da muss ich wieder an Dings denken, an Cyberpunk. Tony würde jetzt sagen, verdammte Konzerne. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Irgendwo im Exogeny-Hauptquartier, hoffe ich. Wofür wurde dieses Gebäude genutzt? Wir haben das Gebäude umgemodelt, um es als Hauptquartier von Exogeny zu nutzen. Dort gibt es größtenteils Büros und einige Labors. Exogeny ist gut darin, alles und jeden immer zu umzumodeln. Die Firma muss irgendwie Profit machen, Juliana. Feroz ist noch lange nicht selbstständig. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Geht wollten. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Die Grenze ist viel gefährlicher als... Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können.
Ich habe ein kleines Problem. Was brauchen Sie? Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Klingt recht einfach. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Es ist nur gefährlich, aber nicht für jemanden wie Sie. Was haben Sie an sich, dass die Leute immer denken, wir mögen Schwierigkeiten? Es ist eigentlich nicht so wild. Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier von Exogeny finden und die Daten auf diese OSD laden. Ganz einfach. Ich sehe mich um, wenn ich dazu komme. Ich weiß das zu schätzen. Diese Daten könnten viel Geld wert sein. Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Warum arbeiten Sie hier im Nichts, wenn Sie doch gebraucht werden? Vielleicht, weil mich die Grenze lockt. Außerdem ist mir die Alternative doch ein wenig zu sicher. Wir Freischaffenden müssen uns nicht so um die Sicherheit sorgen, solange wir nicht auffallen. Aha. Erzählen Sie mir von den Daten, die ich für Sie holen soll. Pläne für einige Mod-Prototypen. Ich arbeite als Freischaffender und einige meiner Mods sind sehr gefragt. Na dann. Ich muss gehen. Denken Sie an meine Worte. Sie überwanden unsere Abwehr in Minuten. Wenn ich das war... Wir sitzen seit Tagen fest. Ich hoffe, Sie können uns hier rausholen. Ja, das klappt schon. Wir flohen, als Sie angriffen. Ja, gehen wir mal wieder. Ding. Das ist immer so hüpfend, das wie ein Flummi. Wir machen den Weg frei. Quasi. Dafür schulden Sie uns was. Auf dem Skyway wimmelt es von Geld. Das Paket ist gesichert. Wir gehen. So. Okay. Einmal rundherum. Habt ihr versucht, euch zu verschanzen und hat nicht geklappt?
nach. So, Hobel bleibt drin. Sie haben sich aber ziemlich schnell niedergelassen. Wenn wir mal drin sind, werden sie sich heftigst wehren. Warum? Was ist hier? Warum ist das hier markiert? Buggy. Nicht weiter. Oder könnte Loot sein. Ich bin enttäuscht. Okay, dann berechnen sie sich alleine. Kackviech. Was? Den ganzen Weg nochmal? Ich hatte gehofft, mit Ihnen. Ich habe im Moment. Ich muss einige Daten bergen. Es ist. Sie müssen. Ich sehe. Natürlich hängt das alles da. Wie er fragt. Ich ab. Denken Sie an meine Worte. So. Commander, was kann ich für Sie tun? Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Ja, das haben wir ja. Volle Deckung! Skyway wimmelt es von Geht. Das Paket ist gesichert. Wir gehen jetzt. Ihr wart zu spät.
Komm mal, volles Pfund aufs Maul. Sind, werden sie sich heftigst wehren. Den lassen wir da mal schön drin. Hier geht's nur nach unten, Commander Shepard. Unsere Waffen richten bei einem solchen Feld nichts aus. Wir müssen einen anderen Weg nach drinnen finden. Ja, dann bleibt uns nur der Weg hier runter. Die Tochter. Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gates oder einer dieser Warren. Ja, so sehe ich aus. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Gates suchen. Es sind nicht die Gates. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach Sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. Tja, den machen wir kaputt. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Sie ist bei anderen Kolonisten. Im Moment ist sie in Sicherheit. Sie lebt? Gott sei Dank. Ich dachte, ich wäre als Einzige übrig. Bitte, Commander, schalten Sie einfach dieses Feld aus, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Sagen Sie mir, was Sie über den Torianer wissen. Ich weiß wirklich nicht sehr viel über ihn. Ich glaube, es ist so eine Art Pflanzenwesen. Ich weiß, dass er sehr alt ist. Sogar tausende von Jahren. Warum haben die Gate Ihrer Meinung nach Interesse an dem Torianer? Es ist nur eine Pflanze. Ich wüsste nicht, warum die Gate das interessiert. Exogeny hat sie untersucht, aber nichts Besonderes entdeckt. Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Denn die jetzt her? Kackviecher. Blöde
Schnelle Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Nein, ich will kein Protokoll prüfen! Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, du. Ich bin gleich jemand. Ja, nö. Ach, ihr habt schon... Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Das erklärt ihr seltsames Verhalten. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen einen Weg um das Feld finden. Wir müssen zurück zu Zeus Hope. VI, was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Was weißt du über die Gate? Ich habe keine genauen Daten über die Gate und wie sie mit der Einrichtung zusammenhängen. Alle Sensoren wurden seit ihrer Ankunft... Ich will etwas über die Exogeny... Die Exogeny Corporation ist ganz vorn, wenn es um die menschliche Ausbreitung in einer neuen galaktischen Wirtschaft geht. Sie finanziert koloniale Entwicklungen und sichert Ressourcenrechte, um unser Fortschreiten als Spezies zu sichern. Weitere Fragen zu den Firmenrichtlinien können während der normalen Geschäftszeiten direkt an den Verbraucherinformationsdienst gerichtet werden. Wer ist hier verantwortlich? Wer hat die Studie organisiert? Alle Entscheidungen über die örtliche Analyse und Beschaffung von Ressourcen werden vom Management vor Ort gefällt. Sie werden nur dann dem Vorstand zugeteilt, wenn die saisonalen Quoten unter- oder überschritten wurden. Die einzelnen Mitarbeiterunterlagen sind vertraulich. Erzähle mir etwas über den Torianer. Spezies 37 wurde vor einigen Wochen entdeckt, als ein kleines Team mit Sporen infiziert wurde, als sie die Ruinen nahe des Zeus Hope Außenpostens untersuchten. Der Außenposten wurde sofort unter Quarantäne gestellt und die Untersuchung der Infektion begann. Innerhalb von 21 Tagen wiesen 58% der Kolonisten Verhaltensänderungen auf. Innerhalb von 28 Tagen waren es 85%. Wie groß ist dieses Ding? Der Torianer scheint ein diffundiertes Wesen zu sein. Seine kognitiven Fähigkeiten sind in großen Nervenbündeln zentriert. Seine Daten erhält er jedoch von Ranken, die sich Kilometer weit erstrecken. Wir haben Bündel von ungefähr einem Meter Durchmesser entdeckt. Sie scheinen jedoch nicht auszureichen, um das riesige sensorische Potenzial, das er besitzt, zu koordinieren. Er scheint solche Stimulationen einfach langsam zu verarbeiten. Oder es gibt vielleicht ein größeres Nervencluster, das wir bisher noch nicht entdeckt haben. Ist er intelligent? Können wir mit ihm verhandeln? Der Torianer weist nicht das Verhalten eines Räubers auf. Das Freilassen von Sporen ist ein Überlebensakt, keine Aggression. Er erzeugt fortgeschrittenes Verhalten in den Menschen, die er versklavt.
Wir müssen jedoch noch herausfinden, ob er Menschen mehr als ein Werkzeug erkennt oder zu erkennen vermag. Er ist ausreichend fremdartig, um derzeit einer Klassifizierung zu trotzen. Weißt du, wie diese Kreatur ihre Sklaven kontrolliert? Die Willensunterdrückung zeigt sich als intensiver Schmerz, wenn Befehle ignoriert werden. Die Wirkung ist schlimm genug, dass Subjekte bald selbst bei kleineren Rebellionsgedanken konditioniert werden. Beobachtungen haben gezeigt, dass der Torianer seine Sklaven utilitaristisch betrachtet. Sie sollen offenbar nicht verletzt werden, so wie ein Handwerker auch sein Werkzeug schont. Solange nichts gegen die Ziele dieser Kreatur unternommen wird, können die Subjekte ein normales Leben nachahmen, bis sie für eine spezielle Aufgabe eingeteilt werden. Wo ist das Zentrum von diesem Ding? Der Torianer existiert als ein Netz von Ranken, das sich über fast die gesamte untere Fläche von Pharos erstreckt. Die Beobachtung von versklavten Personen deutet darauf hin, dass es vielleicht Hauptcluster gibt, die von Leibeigenen bewacht werden. Leider ist die direkte Beobachtung von Spezies 37 begrenzt oder nicht vorhanden. Wie groß ist die? Er scheint solche Stimulationen einfach langsam zu verarbeiten. Bitte rufe meine persönliche... Elizabeth Bainham, Forschungsassistentin, biomedizinische Abteilung. Freigabe für Sicherheitsstufe 4. Sie stehen momentan unter näherer Beobachtung aufgrund von Streitigkeiten mit dem Management in Bezug auf die bestehende Firmenpolitik. Diese Sanktionen könnten wieder aufgehoben werden, sollte Ihre nächste Bewertung besser ausfallen. Was hat die Bewährung veranlasst? Sie wurden als streitsüchtig eingestuft in Bezug auf die Operationen des Zeus Hope-Projekts und ganz besonders in Bezug auf die Handhabung der infizierten Kolonisten. Infolgedessen wurden sie damit beauftragt, für die Dauer der Observation die Sicherheit der Kolonisten zu überwachen. Das reicht im Moment. Schalten auf Standby-Modus. Aha. Tja. Aber an der Stelle sage ich danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben, dort für sein, wenn ihr es noch nicht richtig getan habt, die Notation aktivieren, das YouTube, was ihr mehr von uns sehen wollt. Solltet ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was wann bei uns abgeht, gibt es auch den Twitter-Account für Dennis, den ihr ein Follow drücken könnt und auf alle Videozeigen einstellen solltet. Ja. Und damit solltet ihr eigentlich ganz safe sein und von Twitter selber mitkommen, wenn nur was bei uns abgeht. Den sehe ich bis zur nächsten Folge. Tschüss.